Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge MET-Klopftherapie in Aktion. Live-Coachings aus Rainer Frankes Praxis. Selbsthilfe und Inspiration für dich. Rainer Franke ist Diplompsychologe, Gestalttherapeut und Begründer der MET-Klopftherapie. Er nimmt dich in seinen Sitzungen mit auf die emotionalen Reisen seiner Klienten. So, herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass Hallo. Du da bist. Ja, mit welchem Thema bist du heute gekommen? Also mein Thema ist, ich hatte noch nie eine Beziehung in meinem Leben. Also ich bin jetzt 30 dieses Jahr geworden. Und ich habe das lange Zeit, ich sag mal so ein bisschen wegignoriert und dachte so, naja, irgendwann wird sich das schon irgendwie ergeben so. Und dann aber, umso älter ich wurde, umso schwieriger war es denn für mich. Was meinst du mit schwieriger? Naja, das zu ignorieren sozusagen, weil ich mir das ja trotzdem irgendwie wünsche. Aber so habe ich mir dann so gedacht, ach naja, das wird sich dann schon irgendwie so ergeben, ohne dass ich was machen muss. So war von außer Eigeninitiative. Und unangenehmer war es mir auch, also peinlich auch irgendwie, dass ich jetzt schon so alt bin und so und noch nie eine Beziehung hatte und so. Und wem gegenüber peinlich? Naja, eigentlich, was soll ich sagen, allen nicht, aber schon, also Personen aus meinem, also meine Familie nicht oder so, oder von Freunden, also da habe ich mich schon anvertraut, aber gerade wenn ich gedacht habe, wenn ich mich auf einen Mann einlassen würde, wie willst du das erklären? Es kommt doch irgendwie komisch rüber. So. Ach so, also peinlich dem Mann gegenüber, den du eventuell irgendwann mal dann begegnest. Ja, ja. So, ja, genau. Okay. Ja, dass ich irgendwie dachte, das ist doch merkwürdig. Was soll der über mich denken? Warum ich jetzt schon, weiß ich jetzt, dann 30 bin und das ist ja irgendwie, also kenne ich nicht so viele, sagen wir mal so. Nee, das stimmt, das ist schon ungewöhnlich, für so eine attraktive Frau, wie du es bist, sag mal, zu sagen, oh, ich habe noch nie eine Beziehung, würde der sagen, huch, was ist los, ne? Genau. Ja. Naja. Und was hast du bisher, sag ich mal, unternommen, um an dem Thema dann für dich weiterzukommen? Also wie gesagt, länger gar nichts, weil es für mich so, es war so, dass ich so unvorstellbar und irgendwie, dass ich es eher wegdrücken wollte und sagen wollte, ich will damit gar nichts zu tun haben, so irgendwie. Und ich hatte auch so das Gefühl, es war so eine ganz krasse Blockade, so dass ich mir jetzt gar nicht vorstellen konnte, dass ich die überhaupt überwinde, so. Und dann habe ich halt vor kurzem halt eine MET-Coach gehabt, so. Okay. Ich bin das Thema angegangen. Und jetzt fühle ich mich auch schon so viel freier und kann mir das überhaupt vorstellen. Hatte auch überlegt, okay, probierst du es mal mit Online-Dating irgendwie so, mal anmelden, dann ausprobieren einfach, wie du dich denn damit fühlst. So. Und das war vorher, ging gar nichts. Also da hatte ich schon so, dass ich dachte, nee, das kann ich nicht. So, also bin ich da jetzt irgendwie schon weiter als vorher. Aber habe trotzdem nicht das Gefühl, mich völlig frei zu fühlen irgendwie. Also frei zu fühlen, jetzt worin, in Kontakt mit einem Mann zu treten, so meinst du? Ja, ich glaube, wenn ich jetzt vor allem, ich bin halt immer so verkopft, wenn ich darüber nachdenke, man kennenlernen vielleicht schon so, aber wenn ich jetzt weiterdenke, gerade was Körperkontakt und überhaupt so, dann ist wieder diese Angst da irgendwie und dann, also ich fühle mich nicht, ich kann es schlecht beschreiben. So. Also, dass da auch eine Angst war vor dem, oder immer noch vor dem Körperkontakt zu einem Mann. Ja, so würde ich es auf jeden Fall sagen. Ja. War das immer schon so? Ich würde schon sagen, ja. Ehrlich gesagt, ja, also es ist doch, das war eigentlich schon immer so. Kannst du es genau sagen, die Angst vor dem Körperkontakt, also dass der dich in den Arm nimmt? Ja, ich fühle mich dann unwohl, ist mir, also ich bin dann wie so verkrampft irgendwie und dann gehe ich lieber schon, also dass es gar nicht erst so weit kommt sozusagen. Ich fühle mich dann schon, also auch so, wenn mir jemand dann zu nahe kommt irgendwie,
fühle ich mich einfach nicht wohl damit Also so. wenn dir ein Mann zu nahe kommt, also zum Beispiel jetzt im normalen, du studierst, ne? Ja. Ja, genau. Also wenn jetzt im Studium dir ein, sag ich mal, ein attraktiver Mann, den du attraktiv findest, zu nahe kommt, dann passiert dann was? Dann, ja, fühle ich mich unwohl, vor allem wenn ich merke, dass derjenige vielleicht auch Interesse an mir hat, dann ist Genau. es eigentlich noch schlimmer so. Und dann, ja, dann ist es irgendwie so eine Angst, Panik, dass ich denke, nee, das ist mir nichts. Und auch in meiner Vergangenheit habe ich dann oft, ist ja nicht so, dass jetzt kein Mann Interesse an mir gehabt hätte in der ganzen Zeit so. Und dann ist es halt immer so, dass ich dann irgendwas auch mir zurechtgelegt habe, was nicht passt oder irgendwie so, weil ich einfach Angst hatte irgendwie. Ich weiß auch nicht, Ja, du sagtest ja, wovor. Angst, dass der dir körperlich dann näher kommt, was von dir will. Ja, genau. Ist es denn dann auch die Angst vor Sexualität? Ja, bestimmt auch. Ja. Ja. Also, dass der praktisch Sex von dir will. Ich weiß es nicht. So weit denke ich an dem Moment nicht. Okay. Es ist schon so, wenn ich das überhaupt. Nein, das weiß ich nicht. So weit denke ich in dem Moment nicht. Ich fühle mich dann nur, ich merke nur, ich fühle mich unwohl. Und würde die Situation lieber verlassen, weiter weggehen. So. Ja. Also Ja. speziell dann, wenn er Interesse an dir hat und irgendwie Ja. ich dir signalisiert, ey, ich möchte mit dir vielleicht ausgehen oder so. Ja, genau. Ansonsten nicht, ist es nicht so. Wie Also wenn ich jetzt mehr, also wenn ich jetzt auf, ich würde es schon sagen, dass es speziell ist, wenn ich auf Männer treffe, wo ich merke, dass sie Interesse an mir haben. Also wenn ich jetzt irgendwie so oder auch Freunde, die ich habe, so, dann ist es nicht so, so, das dass ist ich nicht, dann, nee. wenn mir derjenige zu nahe kommt, dass es dann so. Ah, okay. Und wie Ja. ist es bei dir? Merkst du denn, dass du Interesse an Männern hast, die du nett attraktiv findest? Ja, auf jeden Fall. Das Aber ist das. schon so. Ich wünsche mir das auch, aber ich habe das Gefühl, ja. Aber. Naja, aber also ich wünsche mir das, aber dann habe ich diese Angst irgendwie. Ist dann in dem Moment irgendwie zu groß, um mich da zu überwinden, sozusagen. Und was war dann immer die Angst? Also wenn du dann einen attraktiven Mann hast, den Angst, ihn anzusprechen, was war die Angst? Wovor? Naja, ich weiß auch noch nicht so richtig. Also geht das dann wieder in die Richtung, was du am Anfang sagtest, dass das dann irgendwann rauskommt, dass du noch nie Ich denke, dass das, ja, dass das auf jeden Fall, ja, dass es, dass ich dann in eine Situation komme, was mir irgendwie peinlich ist und das kann ich Genau. schlecht aushalten. So. Genau. Ja. Das heißt im Endeffekt, je länger das dauert, sozusagen, desto größer wird die Hürde. Ne? Ja. Ne? Und du sagtest, deine Eltern wissen das, logischerweise, ne? Ja, Ne? Und meine Eltern. deine Freundinnen, Bekannten, Ja, auch, die also kriegen es ja die sind mit. da, ja, deswegen. Aber da ist es ist mir jetzt auch da in dem Zusammenhang jetzt nicht unangenehm zu sagen, so Menschen, denen ich vertraue, so, dann ist es mir jetzt auch nicht so unangenehm. Aber ich denke mal, das ist so mein Safe Space, da weiß ich ja, da werde ich jetzt nicht abgelehnt deswegen. Also, und ich denke mal, dass bei Personen, die ich noch nicht so gut kenne oder halt Männern, die ich treffe, ich habe Angst davor, dann dass ich dann abgelehnt werde und das, ja, wäre jetzt nicht so schön. So. Was wäre denn so dein Wunsch? Wie sollte es für dich denn am besten sein? Wie meinst du das jetzt? Also, Naja, du bist ja heute gekommen, du willst an dem Thema naja, arbeiten, aber was willst du? Also du hast nur gesagt, du hast noch nie eine Beziehung gehabt. Aber was naja. möchtest du? Ich würde mir wünschen, dass ich mich traue, überhaupt einen Mann kennenzulernen und mich auf den einzulassen, weil ich irgendwo auch, ich möchte es ja auch, ich will nicht allein mehr alleine sein, ich will auch eine Familie gründen so. Und aber ich fühle mich halt immer noch so blockiert darin und ich würde es gerne loslassen, dass ich überhaupt mich mal, ja. Also ich höre raus, du möchtest gerne mit einem Mann zusammen sein und mit dem eine Familie gründen. Genau. Okay. Gut.
Hast du denn überhaupt schon mal, du sagtest, du hast nie eine Beziehung gehabt, das heißt, du hast noch nie Sex mit einem Mann gehabt? Nee, gar nichts, auch Gar nicht. kein Kuss, gar nichts, also wirklich. Wie war das dann, sag mal, in deiner Pubertät, als das so anfing? Da kennt man das ja als Teenie, man hat mit den Jungs was zu tun und ne, man findet den toll. Und wie war das denn in deiner Pubertät dann? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich, da war ich halt auch, also wenn man, dass ich jetzt abgeblockt habe, glaube ich. Also wenn dann jemand Interesse hatte, dann, dass ich dann auch dieses, ich, da konnte ich es noch nicht so zuordnen, sage ich mal, wie ich es nicht jetzt kann, aber. Ja, dann habe ich es immer abgeblockt, aber ich hatte auch das Gefühl, denn früher, da habe ich auch schon viel geklopft, hatte ich das Gefühl, dass ich eher immer so die zweite Wahl bin. Oder ich immer, also meistens hatte ich immer Freundinnen, die immer so, wofür sich die Jungs immer mehr interessiert haben. So. Das ist so ein Thema, aber da habe ich eigentlich schon viel geklopft. Da bin ich eigentlich so, wenn ich jetzt dran denke, im Reinen mit. Aber ich habe mich auch da immer verschlossen, eigentlich eher. Ja, auch eher verschlossen. Und ich hatte trotzdem viel Kontakt so. Also ich bin jetzt nicht jemand, aber auf der Ebene habe ich dann immer irgendwie, weiß ich auch nicht. Also hast du nicht so den Wunsch gehabt, dann mehr mit Jungs auch oder mit einem Jungen speziell mehr zu tun zu haben? Den Wunsch schon, aber ich habe dann auch Angst. Und Da da war habe auch ich, schon Angst. ja, da war auch schon Angst und dann habe ich es eher. Ja, abgeblockt und verhindert irgendwie. Ich weiß auch nicht, ist so, dass wenn dann mal jemand Interesse an mir hatte, dass ich auch da so rückblickend sagen würde, Okay. so wie ich mich da Okay, verhalten also ist ja schon sehr lange praktisch seit deiner Pubertät, dass du das eher den Kontakt zu Männern oder speziell, wenn sie Interesse an dir gezeigt haben, eher abgeblockt hast. habe. Ja. Ja, okay. Gut, ich meine, es ist ja erstmal so ungewöhnlich und es wäre jetzt ja mal spannend zu gucken, was ist los oder was ist passiert in deiner Jugend, Kindheit, dass du da so eine Angst hattest oder hast vor Männern. Ich denke, das wäre jetzt aber der Schlüssel, zu schauen, okay, was ist da los gewesen? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, Kontakt zu den Eltern, wie ist das gewesen? Sind die verheiratet oder leben die noch zusammen? Also meine Eltern waren verheiratet, haben sich dann aber getrennt, da war ich aber schon, ich glaube 16 oder 17. Da warst du 16, 17. 16, 17, so als sie sich getrennt haben. Und dann hat mein Vater eine neue Frau auch schon, also schon vorher kennengelernt. Es war jetzt nicht so, dass sie sich getrennt hatten und dann, sondern Das war vorher schon. schon währenddessen sozusagen. Meine Mutter hat es dann rausgefunden, so war es eher. Ach so, Und also der hat sie dann, betrogen längere Zeit. ja, genau. Ah, okay. Und ja, also da sehe ich auch, meine Mutter ist so, die auch, also ich weiß nicht, wann das war, also die kann mich nicht umarmen und meine Schwester auch nicht, ich habe auch eine Schwester. Das ist schon, ich weiß gar nicht, also als Kinder, glaube ich, war es noch so, dass sie uns umarmt hat und so, aber wo wir dann größer waren, ist es nicht mehr so. Ich denke, es kommt von ihrer Mutter, also von meiner Oma, die ist schon verstorben. Die war auch immer sehr distanziert, was mit Körperkontakt zu tun hatte, ansonsten nicht. Mein Vater ist eigentlich nicht so. Und auch, Wie war es mit dem Vater? So Körperkontakt, Umarmung, war das da anders? ja, das war anders. Also mein Vater ist da schon so, dass er ihn umarmt und so. Das ist jetzt, genau. Aber meine Mutter halt nicht. Und das habe ich auch so mitbekommen, als die Beziehung zwischen meinen Eltern war nie so, dass man das irgendwie sehen konnte, dass irgendwie eine liebevolle Beziehung ist. Also wenn mein Vater dann mal irgendwie den Kontakt gesucht hat, war es eher so, dass meine Mutter dann immer so eher so, nee, das will ich nicht und so. Und eher so, dass es dir unangenehm ist, sozusagen. So, das hast du mitbekommen, dass der Vater Ja. vielleicht den Körper konnte sie umarmen und sie hat das eher so abgeblockt. Ja, und sie wollte es eigentlich immer nicht. Also die haben sich auch, also wir haben es auch nie gesehen, dass sie sich geküsst haben oder irgendwas. Also es war. Also das ist schon sowas, was ich von meinen Eltern hier kenne, sage ich mal.
Also seitens deiner Mutter her, ne? Von meiner Mutter, ja. Ja. Genau. Ja. Und hast du, sag mal, ihr beide, du hast ja eine Schwester, also du jetzt mal speziell, du hast das ja mitbekommen, dass davor ja auch schon irgendwie das, was nicht in Ordnung war. Mit 16, 17 war die Trennung, oder davor war ja schon irgendwie was nicht so richtig? Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, würde ich schon sagen, dass ich das mitbekommen habe. Gerade jetzt rückblickend nochmal war vor allem mein Vater sehr unzufrieden so. Und da gab es auch viele Konflikte. Oder mein Vater hat uns, mich und meine Schwester auch, öfter mal irgendwie, naja, doch angeschrien, also so seinen Frust rausgelassen auch, weil er einfach halt unzufrieden war in der Beziehung. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. So, und später hat sich dann auch herausgestellt, dass er sich eigentlich auch schon früher trennen wollte, aber dann ist meine Oma verstorben, also die Mutter von meiner Mutter, und dann hat er es doch erstmal nicht gemacht. Also er hatte den Entschluss eigentlich auch schon früher, sodass er mich nicht mehr Was wollte. tippst du denn, ab wann ging das eigentlich schon los, wo er eigentlich schon weg wollte? Wie alt warst du dort? Was schätzt du? Kann ich noch nicht so einschätzen. Vielleicht. Naja, vielleicht 12, 13. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich kann mich so schlecht immer Ja, ab 12, 13. erinnern. So würde ich jetzt mal mutmaßen. Und dann hast du die Konflikte, die es da vielleicht gab zwischen den beiden, die habt ihr natürlich und du auch mitgekriegt. Die habe ich mitgekriegt, war trotzdem, würde ich sagen, als sie sich dann getrennt haben, als sie mir es dann gesagt haben, habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Also, Okay. so dass ich jetzt irgendwie das so gemerkt hätte, dass ich dachte, ja, das sind total, es ist unglücklich und eigentlich wäre es besser, dass sie sich trennen. Das habe ich nicht gemerkt. Also, jetzt eher so, Okay. würde ich das so zuordnen, halt, wie mein Vater vielleicht sich auch verhalten hat oder ja, wie die Stimmung war. Bist du denn Also, bei deiner Mutter geblieben? nee, also meine Mutter ist dann ausgezogen. Es war erst der Plan, dass ich mit meiner Mutter zusammenziehe noch, aber dann kam es so, dass mein Vater ist ja im Haus geblieben und in unserem Haus haben wir unten noch eine separate Wohnung gehabt und dann sind ich und meine Schwester sind da eingezogen zusammen. Also ihr beide. Ja, wir beide und mein Vater hat dann sozusagen oben im Haus gewohnt mit der neuen Frau und und die hat auch noch eine Tochter. Genau. Die ist auch da eingezogen. Ach, die ist auch bei Ihnen oben in der Wohnung. Und die hat sich keinen neuen Mann genommen. Nee, die hat auch bis heute keinen neuen Bis Mann. heute. Und das wäre vielleicht auch noch von meiner Mutter aus, also meine Oma, die hatte auch, also von meiner Mutter, der Vater, der ist gestorben, als meine Mutter 3 war und seitdem war meine Oma dann alleinerziehend und hatte auch nie wieder einen Mann. Also das setzt sich dann ja offensichtlich in der weiblichen Linie fort, dass da die Männer sozusagen kaum vorkommen oder wie bei dir nicht vorkommen, bei der Oma nicht, bei deiner Mutter ja dann auch. Wie alt war sie da, als die Trennung war? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wie lange ist denn das her? Also die waren über 20 Jahre lang verheiratet trotzdem. Wie alt war sie denn da? Also circa. Ja, so 45, 45, 45, okay. 48, irgendwie so um den Ah. Dreh, denke ich Und mal. seitdem alleine. Ich bin immer so schlecht. Ja. Das heißt, du bist ja genau voll in der Tradition der Frauen. Männer kommen nicht vor. Ja, leider. Das ist irgendwie. Ja, ist ja interessant für dich zu wissen, ne, dass du offensichtlich da eine Linie weiterführst. Und dass die Mutter sich, wie gesagt, ja, dem Vater gegenüber ja offensichtlich auch so abwehrend verhalten hat, dass der sich von ihr getrennt hat. Und sie hat sich auch keinen neuen Mann genommen. Und du machst das Prinzip von Anfang an gleich. Das ist erstmal eine spannende Entwicklung. Ja, Oma, ja. Mutter, Tochter.
Ja, das ist mir dann halt auch aufgefallen, jetzt im Zuge der anderen Stunden, die ich gehabt hatte bei dem Coaching, dass das vielleicht irgendwie ja doch anscheinend zusammenhängt, so, Ja. dass man halt mitkriegt so und Ja, genau. Deswegen wäre wichtig, mal zu gucken, was ist da los, ne? Und die Mutter, also der Kontakt zur Mutter bestand aber natürlich dann weiter, nehme ich mal an, ne? ja, also ich habe zu meinem, also auch zu meinem Vater und zu meiner Mutter habe ich trotzdem, ich sehe die regelmäßig und eigentlich auch ein relativ gutes Verhältnis, würde ich sagen. Und wie war das Verhältnis dann, sag mal, vom Vater zu dir dann, also als noch die Familie dann auch noch bestand, also vor der Trennung? Vor der Du hast ja so erwähnt, er hat dann natürlich auch viel seinen Frust an euch ausgelassen, geschrien. Wie war sonst die Beziehung? ja. Das war, naja, das ist halt auch so eine Sache mit, so in der Pubertät irgendwie. Da gab es halt schon viel Streit, so würde ich sagen. Zwischen wem? Aber Zwischen dir und dem Vater? zwischen, ja, und auch zwischen meiner Schwester und meinem Vater, so. Aber auch zwischen dir und dem Vater meinst Ja, schon auch. So, du? aber ich kann es halt jetzt schlecht einschätzen im Nachhinein, weil irgendwo stelle ich mir jetzt vor, wenn man halt in der Pubertät ist irgendwie und auch ja ein bisschen so rebelliert, sage ich mal. So was, bitte? Rebelliert, sage ich mal so, also dass Ah. man irgendwie so, also würde ich jetzt das Rebelliert. irgendwie ja nicht so sagen, dass ich jetzt ein schlechtes Verhältnis zu meinem Vater hatte, auch wenn er da sehr, wir hatten auch nochmal eine Aussprache gehabt mit ihm, so, dass wir es das nicht in Ordnung fanden, wie er sich da verhalten hat. So. Und ja, da hat er sich auch nochmal entschuldigt und seitdem ist es eigentlich so. Ja. Gab es denn auch, sag ich mal, körperliche Gewalt seitens des Vaters dir gegenüber? Nee, gar nicht. War wirklich nur, dass er halt laut war und denn in dem Moment schon, für mich würde ich sagen, jetzt so bringt, naja, doch in manchen Situationen bedrohlich gewirkt hat, weil er halt dann so schon, ja, aber nur verbal. Naja, ich frage das deswegen, weil du gesagt hast, bei dir ist auch so diese Angst vor Männern ja, dass sie dir nahe kommen. Und das kann ja schon daher kommen, dass, sag ich mal, die Beziehung zum Vater ja auch schon geprägt war von Angst, bedrohlich, ne? Der schreit, da hat man natürlich als Kind auch Angst. Und das kann schon bis da die Wurzel haben, im Sinne von, ey, ich habe gewisserweise Angst vor Männern. Und das setzt sich dann natürlich dann logischerweise fort. Also kann schon ein Zusammenhang sein. Hatte ich jetzt noch gar nicht so. Ich hatte immer eher gedacht, dass es so bei meiner Mutter liegt, wegen diesem, weil sie ja so mir immer gezeigt hat oder was ich mir, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mir abgeguckt habe, dass es was Unangenehmes ist, Körperkontakt überhaupt zu Männern. Deswegen habe ich bei meinem Vater noch gar nicht so das so gesehen gehabt. Ja, wieso? Du hattest doch, Aber das, ja, du das hattest, stimmt schon, ja. ja. Ja, aber ich habe es nicht so in Verbindung gesetzt damit. Das heißt, da war schon eine gewisse Zeit auch Angst vom Vater, der schreit, der bedrohlich wirkt. Das ist ein wichtiger Punkt, dass du an sich nicht eine Beziehung zum Vater hast, die völlig frei war, ohne Angst, ohne alles, ne? War ja nicht. Sondern Nee, auf eher keinen auch offensichtlich, wie du sagst, geprägt von Ängsten, dass er umschreit Fall. wieder. Ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt, gerade weil du sagst, vor Männern, da ist eine gewisse Angst da, bis die mir zu nahe kommen. Ja, das stimmt schon. Ja, ich hatte es jetzt bloß gar nicht, weil es mich jetzt, weil ich ja trotzdem irgendwie ein gutes Verhältnis zu meinem Vater habe, so. Ist ja kein Widerspruch, ne? Also das ist ja jetzt Ja. anders, jetzt bist du erwachsen und da ist das nicht so wie, als wenn du jetzt in der Pubertät bist und kleiner bist, so Ja. 8 oder 9 bist, ist das eine andere Nummer. Okay. Und deswegen ist es so wichtig, sich die Beziehung zum Vater auch nochmal anzugucken, ey, wie war das eigentlich? Weil der prägt natürlich auch gewisserweise auch dein, sag mal,
deine Beziehung zu späteren Männern, ist doch klar. Ja, logisch. Ich denke mal, jetzt wirst du ja keine Angst mehr vor deinem Vater haben. Nee. Ja, eben, aber damals, Ja. als kleines Mädchen, ist das eine andere Geschichte, ne? Ja, das war auch schon so, doch. Also es ist schon immer so gewesen, dass wenn ich und meine Schwester, wenn Papa kommt, dann war schon immer, da weiß man, okay, Ja, wird dann nochmal lauter, also, als wie bei unserer Mutter dann sozusagen, gerade weil du ja auch gesagt hast, so ein bisschen rebellisch, ne, gegen den Vater rebellieren und so. Ne? ja. Also es war ja nicht so eine, offensichtlich nicht so eine liebevolle Vater-Tochter-Beziehung, wo man vom Vater Orientierung bekommt, wo man ihm vielleicht auch mal um Rat fragt, was auch immer. Das war ja offensichtlich nicht. Nee, das war gar nicht so. Also das war auch grundsätzlich bei meinen Eltern nicht so, dass ich das Gefühl hatte, in der Jugend da irgendwie, wenn ich Probleme hatte, da auch nur irgendwas anzusprechen. Und ich wurde auch nicht gefragt sozusagen. Also das, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich Also da hört sich irgendwas so, ansprechen könnte. genau, und es hört sich so ein bisschen so an, als hättest du dich auch so zurückgezogen, ne? Ja, also meine Eltern waren für mich nicht der Ansprechpartner. Und ich wusste auch, wenn man irgendwie Mist gebaut hat oder so, dann gibt es Ärger. Ja, genau. Also es ist, dann hat man eher so, was weiß ich, was heimlich gemacht, ist nachts zu Hause abgehauen, wenn man irgendwo hin wollte, anstatt das jetzt vorzuschlagen und zu sagen, das würde ich mir So. wünschen, dahin zu gehen. Da macht man es, hat man es eher, oder habe ich es eher heimlich gemacht sozusagen. Und aber wenn es dann rausgekommen ist, dann wusste ich auch, okay, dann gibt es Ärger. Also. Ja, aber das heißt ja, Miriam, dass eben so eine tatsächlich so eine Angstatmosphäre ja da war, ne? Bist du nicht offen, ehrlich mit allen, weder mit Mutter noch mit Vater, gerade in der Pubertät, wo es ja ganz wichtig ist, dass die angehende Frau sozusagen auch Austausch mit der Mutter hat, dass das ja nicht da war, ne? Nee, das war gar nicht da. Also, das musste ich dann so mit mir selber ausmachen, sag ich, ne? Das was? Musste ich dann mit mir selber Ja, ausmachen. Und bei genau. meiner Schwester war es auch nicht anders. Ja, So. ja. Ja, es ist so, wie hört sich so an wie so ein Rückzug in sich selbst. Ich muss alles mit mir alleine abmachen, ne? Ja. Was du ja auch weiterhin tust, ne? Ja, Also, das mache ich, ja, das stimmt, ja, ja. bis jetzt natürlich jetzt auf die Stunden, die du schon genommen hast oder jetzt auch hier. Okay. Wenn du jetzt so an die Trennung, Scheidung denkst, gibt es da für dich dann noch irgendwo, wo du merkst, da bin ich noch nicht im Reinen in Bezug auf meine Eltern? Da ist noch irgendwie ein Ärger, Vorwurf oder was auch immer? Naja, eigentlich würde ich sagen, das habe ich aber schon geklopft. Also es war nochmal eine sehr schwierige Zeit, weil ja die neue Frau dann da war so. Und das war nochmal sehr schwierig. Und bis heute kommen wir nicht so gut miteinander aus. Also ist okay, aber Der gerade Frau. dieser mit der Frau, ja, mit der neuen Frau von meinem Vater, weil es die Phase war sehr schwierig, wo dann die in unser Haus sozusagen oder in mein Haus eingezogen sind und so man das Genau. Gefühl hatte, man ist irgendwie da ein. Naja, es wäre ja wichtig, nochmal zu gucken, ob da noch Reste sind, auch von Ärger, ne? Ärger auf die Mutter, Ärger auf den Vater, weil sonst, wie gesagt, trägst du das natürlich weiter in die nächste Beziehung, vielleicht möglicherweise zu einem Mann. Wenn das nicht 100% geklärt ist, weil deswegen frage ich da nochmal nach. Also, naja, ich würde. Kann es nicht so genau sagen, weil irgendwie. Eigentlich habe ich das Gefühl schon, dass ich es jetzt mittlerweile so akzeptiert habe, weil ich auch sehe, okay, mein Vater ist definitiv glücklicher als. Und meine Mutter genauso, als wie in der Beziehung und auch so, wie es damals abgelaufen ist, ja, weiß nicht, ob ich noch ein Ärger, aber eigentlich bin ich fast froh.
Lass uns noch mal gucken, weil ich den Aspekt finde ich sehr spannend, dass die Oma keinen Mann praktisch hatte, die Mutter seit der Trennung eben auch keinen Mann mehr und wie du sagst, seitdem ja auch glücklicher ist und du ja auch. Irgendwas, also was hat dir deine Mutter vermittelt in Bezug auf Männer? Also du musst ja irgendeine Botschaft bekommen haben, keine Ahnung, irgendwas von ihr mitbekommen haben im Sinne von, ey, ohne Männer bist du eh glücklicher. Also da mal zu gucken, denn das signalisiert sie, ihr lebt sie im Sinne von, sie nimmt sich keinen Mann, weil sie sagt, ohne Männer ist viel besser, habe ich nur Ärger, die wollen alle immer nur umarmen, die wollen Sex und nö, nö, kein Bock. Also da hat sie dir ja offensichtlich irgendwas vermittelt, im Sinne von, ey, vergiss das mit den Männern, siehst du, was da rauskommt. Ja. Und das ist wichtig für dich, die Verbindung zu lösen. Also diesen, ich will das nicht unbedingt als Vertrag nennen, aber so eine Art, eine tiefe, tiefe Botschaft, ey, bleib auf meiner Seite, wir Frauen bleiben alleine. Und das wäre vielleicht immer spannend, da zu gucken. Also das habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass sie mir das vermittelt hat, dass es das jetzt nichts Schönes ist sozusagen. Das ist Und was. auch, dass es nichts Schönes ist. Also ich habe dann schon so das Gefühl gehabt, ja, das ist anscheinend irgendwie unangenehm. Ja, genau. Das hat sie dir So. vermittelt. Ja, genau. Sie hat dir vermittelt, Männer, es Das ist eher ist. unangenehm, Kontakt sowieso und glücklicher bin ich ohne Mann. Genau, und dann kommt auch noch hinzu, dass sie auch heutzutage, also wenn ich weiß das ja, dass ich noch nie eine Beziehung hatte und dass ich mir es aber wünsche. Und meine Mutter ist dann auch so, dass sie dann auch dann sagt, nach, naja, mach dir da jetzt keinen Stress oder so. Ne? Siehste? Und eher das noch dann auch jetzt sozusagen sagt, ja, das ist doch nicht so schlimm. Und Genau. wo ich dann auch da auch dann immer denke, ärgerlich bin so, und mir denke, ja, was soll denn das so? Genau. Ja. Jetzt weißt du auch, warum du keinen Mann hast. Ist das jetzt klar? Naja, das ist. Nee, das ist deswegen, weil du sonst deine Mutter verraten würdest. Das wäre ein Verrat an deiner Mutter. Wenn du ihr plötzlich vorlebst, ey, wow, mit Mann ist so geil und glücklich und wir haben Sex und wir reden miteinander und wir umarmen uns, wir lieben uns. Was glaubst du, wie deine Mutter plötzlich wütend und sauer auf dich wäre, weil du würdest aus der Tradition aussteigen? Das ist der Punkt. Sie signalisiert dir die ganze Zeit, ah, nee, alles nicht so, mach das so wie ich, ne, führe so ein Leben wie ich, glücklich ohne Mann. Ja. Du kriegst natürlich mit, oh nee, das fühlt sich für mich nicht gut an, aber ich weiß auch nicht, wie ich da rauskommen soll. Aber ich folge meiner Mutter. Und ich will sie nicht enttäuschen. Ich will sie nicht damit konfrontieren, dass ich es anders mache. Da ist der Weg raus. Du musst den Vertrag mit deiner Mutter irgendwann aufkündigen. Okay. Wo sie dich vergattert hat und gesagt, weißt du was, Männer sind sowieso blöd, siehst du ja, ne, die schreien rum, ja, die wollen immer nur das eine und besser ist, wir Frauen bleiben ohne Mann. Das heißt, sie hat dich praktisch sozusagen auf ihre Seite gezogen. Ich bleibe jetzt mal bei dir, wenn der Schwester ist, weiß ich nicht, wie es da ist, aber wir bleiben bei dir. Sie hat dich auf ihre Seite gezogen und gesagt, nee, das bessere Leben ist ohne Männer. Und du folgst ihr. Ja, offensichtlich. Tja, aber sowas von 100%, Sehr konsequent. sehr konsequent und wahrscheinlich sogar noch effektiver als sie. Weil sie hat ja immerhin schon mal einen Mann gehabt und hat Ja. dich und deine Schwester zur Welt gebracht. Aber du machst es ja noch konsequenter. Die Oma sag mal auch, die hat den Mann verloren sehr früh. Okay. Auch ein ganz langes Leben ohne Männer. Deine Mutter hat immer einen Kurs gehalten, aber du ziehst es wirklich konsequent durch. Wow. Ja, probier es gar nicht erst aus. Ja, genau. Ja, aus dem Grund. Weil du diesen nicht ausgesprochenen Botschaft akzeptierst von der Mutter und sagst, ja, Mama, ich folge dir, ich akzeptiere das und gehe den Weg ohne mein Leben ohne Männer, so wie du auch.
Das ist sozusagen das, was du zurzeit lebst. Ja, das hatte ich jetzt auch gar nicht so genau erkannt, weil ich ja dachte, na, meine Mutter hatte ja wenigstens noch den Mann gehabt, so. Ja, hat sie ja offensichtlich nicht, sonst hätte er sich ja nicht von ihr getrennt, weil er gemerkt hat, sie hat gar keinen Bock auf Männer, auf den Mann. In Wirklichkeit, ja. Nee, in Wirklichkeit nicht. Achte mal drauf, wenn ich das so sage, was löst das bei dir aus? Ärger hauptsächlich. Gut, okay, achte mal drauf, worauf der Ärger, auf wen er geht. Na, Ärger auf meine Mutter, würde ich jetzt sagen. Ärger auf meine Mutter, dass Okay. sie mir halt sozusagen das hängebrockt hat. Ja, gut. Ja. Okay, dann lass uns doch an der Stelle einsteigen. Wir arbeiten nur mit den Nierenpunkten. Kennst du ja, ne? Ja. Okay, setz dir deine Mutter bitte mal auf den Stuhl, so 2 Meter Entfernung. Hast du da einen Stuhl zufällig stehen? Ja, ich stelle immer Ich mal stell dir mal so 2 Meter hin. weiter weg. Okay, visualisiert ihr die Mutter dort auf dem, als wäre sie dort im Raum. Ist natürlich nicht da, aber nur, dass du dir vorstellst, sie würde dort sitzen, so wie sie jetzt ist. Und dann formulier deinen Ärger und sprich sie direkt an. Mein Ärger auf dich, Mama. Was sagst du, Mama? Na, wenn dein Ärger auf dich. Wie nennst du sie? Wenn dein Mutti, würde ich sagen. Mutti. Okay, mein Ärger auf dich, Mutti. Mein Ärger auf dich, Mutti, dass du mir das eingebrockt hast, Gut. dass ich jetzt so ein Bild über Männer habe. Ja. Mein Ärger auf dich, dass du. Guck sie dabei an, ne? Also direkt immer angucken. Mein Ärger auf dich, Mutti, dass du mir das eingebracht Vorgelebt. hast. Mein Ärger auf dich, Mutti, dass du mir das vorgelebt hast, Gut, vorgelebt, ja. dass der Kontakt zu Männern unangenehm ist. Jo. Jo. Mein Ärger auf dich, dass du mir vorgelebt hast, dass der Kontakt zu Männern unangenehm ist und ich den Kontakt zu Männern meiden sollte. Gut, ja gut. Achte, du lachst dabei. Das Ja. ist nichts zu lachen. Bleib bei deinem Ärger. Mein Ärger auf dich, Mutti, dass du mir vorgelebt hast, dass ich Männer meiden soll und dass Ja. der Kontakt zu Männern unangenehm ist. Ja, genau. Mein Ärger auf dich, dass du mir das vorgelebt hast, dass der Kontakt zu Männern unangenehm ist. Gut. Dass ich den meiden sollte. Ja. Ja. Mein Ärger auf dich, dass du mir das vorgelebt hast und dass du mir jetzt immer noch sagst, dass ich ja doch auch keine Beziehung haben kann und dass ich mir da keinen Stress machen soll. Genau, gut. Mein Ärger auf dich, dass du mir jetzt immer noch sagst, dass ich keine Beziehung zum Mann brauche. Ah, genau, Ja. gut. Ja. Mein Ärger auf dich, Mutti, dass du mir jetzt immer noch sagst, dass ich keine Beziehung zu einem Mann brauche. Ja. Mein Ärger auf dich, dass du mir das vorgelebt hast, dass der Kontakt zu Männern unangenehm ist. Gut. Mein Ja, geh Ärger. mir in den Ärger. Du wirkst noch sehr zart, so als würdest du sie immer noch so ein Ja. bisschen schonen. Versuch ein bisschen mehr in den Ärger zu gehen. Mein Ärger auf dich, dass du mir vorgelebt hast, dass der Kontakt zu Männern unangenehm ist. Mein Ärger auf dich, dass ich wegen dir jetzt mich unwohl fühle in Gegenwart von Männern. Ja. Mein Ärger auf dich, dass ich mich wegen dir jetzt unwohl fühle in der Gegenwart von Männern. Mein Ärger auf dich. Mein Ärger auf dich, dass du mir das vorgelebt hast, dass der Genau. Kontakt zu Männern unangenehm ist und dass ich lieber keinen Kontakt zu Männern haben sollte. Gut. Mein Ärger auf dich, dass du mir das vorgelebt hast und ich jetzt bin überhaupt nicht fähig, wie überhaupt Kontakt mit einem Mann aufzunehmen. Ja. Mein Ärger auf dich, dass du mir das eingebrockt hast, dass ich jetzt mich so blockiert fühle und überhaupt mich gar nicht auf einen Mann einlassen kann, nur weil du mir sagst, dass der Kontakt zu Männern unangenehm ist und dass ich keinen Mann brauche. Meine Wut auf dich.
dass du mir das beigebracht hast, dass der Kontakt zu Männern unangenehm ist, dass man keine Männer braucht Gut. im Leben. Meine Wut auf dich, meine Wut auf dich, dass du mir vorgelebt hast, dass ich keinen Mann brauche und dass es unangenehm ist, Kontakt mit Männern. Ja. Meine Wut, meine Wut. Dass du mir nie beigebracht hast, dass ich als Frau einen Mann brauche, um glücklich werden zu können. Ne? Meine Wut auf dich, dass du mir nie beigebracht hast, dass ich einen Mann brauche in meinem Leben. Meine Wut auf dich, dass du mir es nie beigebracht hast. Tja. Meine Wut auf dich. Meine Wut auf dich, dass du mir beigebracht hast, dass ich keinen Mann brauche. Dass du mir nur beigebracht hast, Männer zu verachten. Dass du mir nur beigebracht hast, Männer zu verachten. Meine Wut auf dich, dass du mir nur beigebracht hast, Männer zu verachten und zu meiden. Und dass ich keine Männer brauche in meinem Ja. Leben. Ja. Meine Wut auf dich. Meine Wut auf dich, dass du mir beigebracht hast, Männer zu verachten und zu meiden und dass ich keine Männer brauche. Meine Wut auf dich. Gut. Meine Wut auf dich, dass du mir das beigebracht hast und ich jetzt da sitze Gut. und nicht in der Lage bin, eine Beziehung zum Mann aufzubauen. Meine Wut auf dich. Doch, Meine Wut. du bist schon in der Lage. Du folgst nur dem deiner Mutter, was deine Mutter dir sagt. Du bist schon in der Lage. Das ist nicht das Problem. Du brichst nur nicht aus diesem Vertrag aus. Das ist alles. Meine Wut auf dich, meine Wut und mein Ärger auf dich, dass du mir das beigebracht hast, dass ich keine Männer brauche. Meine Wut auf dich, meine Wut auf dich. Dass du mich letztlich nie freigegeben hast, sondern willst, dass ich deinen Weg folge und nicht mein Leben leben kann. Meine Wut auf dich, dass du mich nie freigegeben hast, dass ich nicht meinen eigenen Weg gehen kann. Jo. Meine Wut auf dich, dass du willst, dass ich so lebe, wie du lebst. Jo. Meine Wut auf dich. Meine Wut auf dich, dass du mir beigebracht hast, Männer zu verachten und dass ich keine Männer brauche. Meine Wut und mein Gut. Ärger. Sehr Meine Wut, mein Ärger auf dich. gut. Meine Wut und mein Ärger auf dich, dass du mir beigebracht hast, Männer zu verachten. Männer zu meiden, dass ich keinen Mann brauche. Ja, statt mich zu unterstützen, einen Mann zu finden, mit dem ich eine Familie gründen kann und Kinder kriegen kann. Na, Ja. genau. Statt mich zu unterstützen, Ja. dabei einen Mann zu finden und eine Genau. Familie zu gründen. Genau. Stattdessen zwingt sie dich dazu, genauso ein armseliges Leben zu leben wie sie. Meine Wut auf dich, meine Wut auf dich. Meine Wut auf dich, dass du mich nicht dabei unterstützt, einen Mann zu finden und eine Familie zu gründen. Meine Wut auf dich, meine Wut auf dich, dass du mich nicht unterstützt, eine Familie zu gründen und einen Mann zu finden. Und ein Familienleben zu führen, anstatt allein zu sein. Gut, der Punkt ist, das ist jetzt auch nicht mehr ihre Aufgabe, dich zu unterstützen. Du bist alt genug. Der Punkt ist, du hast es erkannt und du kannst es beenden. Kannst ärgerlich darauf sein, dass sie dir das bisher beigebracht hat und dich immer wieder auf ihre Seite zieht, aber du kannst es jederzeit beenden und sagen: Ey, ich mache einen Cut. Ich mache nicht diese Generation der Frauen weiter bis ins siebte Glied, die mit Männern auf Kriegsfuß stehen. Das liegt an dir. Entweder du folgst weiterhin deiner Mutter oder du folgst deinem Vater im Sinne von, er sucht sich eine neue Frau und hat Freude und Spaß und lebt ein glückliches Leben. Und wenn sie behauptet, sie ist glücklich, ist es gelogen. Ja, das glaube ich auch, ehrlich Ja, gesagt. eben. Ja. Sonst wärst du ja auch glücklich, wenn das wirklich stimmen würde. Ist es ja Ja. nicht. Eben, du bist ja nicht Nee. glücklich. Ja, und sie auch nicht, und sie auch nicht. Und sie tut aber so, als wäre alles, wär das beste Leben ohne Männer. Aber wie mache ich das? Wenn ich das Gefühl, weil es ist ja für mich nicht, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich es einfach entscheiden Das kann, könnte. Also. das kannst du dann entscheiden, wenn du dich, wenn du die, sozusagen die Verbindung zu deiner Mutter aufgelöst hast. Du siehst ja, zurzeit folgst du ihr. Und lebst ihr Leben, was sie dir vermittelt. Kein Mann, nö, brauchst du nicht. Du kriegst zwar mit, aber stimmt nicht, aber du folgst ihr weiter. Das heißt, da musst du erstmal
die Verbindung kappen. Du kriegst ja mit, da ist ja Ärger auf sie, dass sie. Da ist Ärger, ja. Ja, dass sie dich nicht entlässt, sozusagen. Ne? Aber du musst das tun. Sie wird es nicht tun. Sie wird weiterhin alles dafür tun, dass du keinen Mann kriegst. Weil du sie dann nämlich damit konfrontieren würdest, dass sie, sag mal, unglücklich ist. Immer schon gewesen ist. Und dass sie sich anfangen muss, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Traumatisierung auseinanderzusetzen. Was weiß ich, was sie hatte. Vielleicht ist sie mal missbraucht worden, keine Ahnung. Aber von dir verlangt sie praktisch, das weiter fortzuführen. Statt sich mit ihrem Thema auseinanderzusetzen, macht sie daraus eine Ideologie und sagt, nee, Männer brauchen wir nicht. Was Unsinn ist. Kriegst ja mit. Ja, das ist doch Quatsch. Ja, ich will es ja auch nicht. Ich habe deswegen, ich will es ja auch nicht. Deswegen bin ich ja auch hier oder habe mich jetzt damit auseinandergesetzt, genau. Weil ich jetzt ansonsten auch Angst habe, dass ich dann für immer alleine bleibe und dann sitze ich da. Also, deswegen geht es um deine Mutter. Du hast auch keine Angst vor Männern, du hast nur Angst davor, die Verbindung zu kappen und endlich dein Leben zu leben und Spaß mit Männern zu haben. Und dir einen Partner zu suchen fürs Leben. Einen Mann fürs Leben. Das ist alles. Okay. Was glaubst du, was passieren wird, was deine Mutter am Rad drehen wird, wenn du plötzlich einen Mann hast? Die wird dich wahrscheinlich rausschmeißen. Sie wird ganz übel, dass du Ärger mit ihr kriegen. Aber solange du brav ihr Leben lebst und keinen Mann anschleppst, ist alles gut. Also geht es nicht darum, dass du Angst vor Männern hast. Nee, du hast Angst davor, deine Mutter rauszuschmeißen. Das ist so merkwürdig für mich, weil ich das, also jetzt rein rational überhaupt nicht so sagen würde. Weil rein rational würde ich sagen, das ist mir doch jetzt egal, was meine Mutter sagt. Nee, es ist eben nicht. Hat es mit meinem Leben zu tun, denke ich mir. Habe ich mir eben so gedacht, dass das. Ja, vom Kopf her schon. Aber du siehst ja, dass diese Indoktrination, die geht ja schon ab Kindheit los, Mirjam. Die geht ja ab kleines Kind. Da signalisiert sie dir im Prinzip, wir brauchen keinen Mann. Der stört ja eigentlich nur. Ja? Ich will den auch nicht nahe. Sie hat ja nie vermittelt, dass sie liebevoll mit einem Mann umgeht. Nee. Ja, siehst du, da geht das los. Ab da geht das los. Und da siehst du letztlich, was sie bei dir angerichtet hat. Sie ist letztlich dafür verantwortlich, nicht dein Vater. Nee, sie. Und du folgst ihr nach wie vor. Und du musst dich entscheiden, willst du ihr weiter folgen oder willst du ein glückliches Leben mit deinem Mann führen? Ich möchte ein glückliches Leben mit meinem Mann führen. Ja, dann sagt es deiner Mutter. Mama, Mutti. Mutti, ich. Also so merkwürdig. Okay. Mutti, ich möchte ein glückliches Leben mit einem Mann führen. Ich möchte nicht alleine leben, so wie du. Wie fühlt sich das an, jetzt zu sagen? Merkwürdig. Ah, was genau ist merkwürdig? Da weiß ich auch nicht, ist irgendwie unangenehm zu sagen. So. Ah, gut, nimm das Unangenehme, klopf mal das Unangenehme, ihr das zu sagen. Mutti, ich möchte ein glückliches Leben mit einem Mann führen. Mutti, ich möchte ein glückliches Leben mit einem Mann führen. Ich möchte ein glückliches Leben mit einem Mann führen. Ich möchte eine Familie gründen, Kinder haben. Gut, gut, weiter. Ich möchte mich wohlfühlen in der Gegenwart von meinem Mann. Super, ja. Auch wenn du so dein Leben so lebst, wie du es lebst. Auch wenn du dein Leben so lebst. Entschieden hast, dein Leben so zu leben, ja. Ich möchte mich wohlfühlen mit meinem Mann. Ich möchte ein Leben mit meinem Mann führen und eine Familie gründen. Auch wenn du dein Leben so führst, wie du es für richtig hältst, ohne einen Mann. Jo. Aber ich möchte ein Leben mit einem Mann führen. Ein glückliches Leben. Ich möchte mich wohlfühlen. Ja. Mit gut. Meinem Mann. Gut, gut. Wie fühlt sich das an, dir zu sagen jetzt? Besser? Gut. Besser ist noch nicht gut. Guck noch, was noch fehlt. Ja. Mutti, ich möchte mich wohlfühlen in einer Beziehung mit einem Mann. Ich möchte mit einem Mann eine Familie gründen. Auch wenn du alleine leben willst. Ja. Und keinen Mann brauchst. Ja. Oder aber meins. Ich möchte mich. Ich. Mhm. Aber ich möchte
Ja, ich möchte einen Mann haben und ich möchte eine Familie gründen und ich will mich damit wohlfühlen und es schön finden einfach. Gut. Ja. Ja. Ja, und dabei lachst du. Ist doch toll. Ja. Und freust, ja, gut, bleib dabei. Ja. Sich das anfühlt, das zu sagen. Ich möchte eine Familie gründen. Ich möchte Ja. mit einem Mann eine Familie gründen. Ich Genau. möchte mich wohlfühlen in der Gegenwart von meinem Mann. Ich möchte Gut. es schön finden, dass der mich umarmt, Gut. küsst, Körperkontakt. Ich möchte, Gut. ja, ich möchte mich dabei einfach wohlfühlen und es schön finden und es Ja. genießen, auch wenn du alleine leben möchtest Ja. und meinst, keinen Mann zu brauchen. Gut. Möchte ich gerne einen Mann haben und will auch das Gefühl haben, den Mann zu brauchen. Ja. Ja. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an. Gut. Ne? Das ist abgrund. Bleib bei dir. Das ist ihr Leben. Und du wählst jetzt dein Leben. Ja. Sag nochmal, dieser Mama, ich folge dir nicht mehr. Mutti, ich folge dir nicht mehr. Mutti, ich folge dir nicht mehr. Mutti, ich folge dir nicht mehr. Ich lebe mein Leben so, wie ich es Genau. schön finde. Ich möchte ein Leben mit einem Mann führen, auch wenn du alleine leben willst ohne Mann. Gut. Mutti, ich folge dir nicht mehr. Ich lebe nicht so ein Leben wie du, sondern ich möchte ein Leben mit einem Mann führen und eine Familie gründen. Genau. Ich möchte und ich werde. Möchte und ich werde. Ja. Werde ein Leben Auch wenn du dich dann führen. unglücklich fühlst. Auch wenn du dich dann unglücklich fühlst. Genau. Das ist der springende Punkt. Sie wird sich nicht glücklich fühlen, weil du aus der Reihe der Frauen aussteigst, die alle ohne Männer ihr Leben fristen. Du steigst aus. Ich möchte ein Leben mit einem Mann führen und eine Familie gründen und glücklich sein und mich wohlfühlen in der Gegenwart von meinem Mann, auch wenn du damit unglücklich bist Genau. oder dass du dich unglücklich fühlst. Jo. Super. Ja. Wie ist das, das zu sagen? Fühlt sich gut an. Ja. Das heißt, du zerschneidest dieses Band zwischen dir und deiner Mutter. Im Sinne von, ich folge dir, Mama. Nee, das bist du gerade dabei zu zerschneiden und dann bist du frei. Dann erst bist du frei und kannst frei den natürlichen Weg gehen, den jede Frau geht. Sie sucht sich einen Mann, mit dem sie eine Familie gründet, Kinder kriegt und glücklich ist. Ja. Ja, das wünsche ich mir. Ja, bei deiner Mutter wirst du kein Glück finden bei dem Leben. Du siehst ja, das ist Resignation, das ist Stillstand, das ist Trauer. Und das hat nichts damit zu tun, dass du Angst vor Männern hast, sondern damit zu tun, dass du deiner Mutter bisher gefolgt bist. Und der Ahnenreihe deiner Großmutter, davor ging es wahrscheinlich auch schon so los. Und du bist dabei, jetzt diesen Vertrag, diesen offensichtlichen Generationsvertrag zu unterbrechen, den die Frauen immer weitergeben. Die Großmutter gibt es an deine Mutter und die Mutter, deine Mutter gibt es an dich weiter. Wir brauchen keine Männer. Und das ist krank. Ja, es ist einfach Krank und unnatürlich. unnatürlich, ja. Ja, deswegen habe ich ja immer gedacht, okay, das ist ja nicht, was, jetzt bin ich 30 und es ist für mich nicht natürlich zu sagen, okay, ich bin lebe alleine und Nein, so, nein. also von meinem Inneren her, nee. So Nee. will ich nicht leben. Deswegen, Gut, gut. Gott sei Dank hast du noch, Gott sei Dank hast du noch diesen letzten Funken von, nee, ich will nicht so das Leben leben, was du lebst. Du kriegst ja mit, dass der Unterschied der Ärger war auf sie, ey, du zwingst mich immer noch dazu, bleib ohne Mann und alles kein Problem. Ne? Wir zwei, am besten ziehst du später dann noch bei mir ein und pflegst mich und so weiter. Ja, darauf läuft es hinaus. Ja, genau. Dann. Ja, Für gut. mich, das ist, ja, fühlt sich gut an. Mhm. Das, weil das habe ich vorher auch noch nicht so gesehen. Also ich wusste, dass meine Mutter mir das so vermittelt hat, so in dem Sinne, aber in dem Ausmaß nicht. Gegeben
gigantisches Ausmaß, ja. Ist ja, was das anrichtet. Dass du Männer unbewusst weghältst, nur um die Mutter nicht zu verprellen und gegen den Vertrag, nenne ich es jetzt mal, verstößt. Insofern, bisher bist du der Mutter gefolgt, folgt mehr deinem Vater im Sinne von, ey, ich gründe eine Familie. Ja. Wie ist jetzt die Vorstellung, wenn du jetzt dran denkst, mit der neuen Sichtweise, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt so dran denkst, ey, wow, jetzt, wenn ich jetzt auf Männer zugehen würde oder Männer, die vielleicht Interesse an mir zeigen, wie fühlt sich das jetzt an? Mal einfühlen. Ich würde schon sagen, besser, also naja, ich hatte so den Gedanken jetzt gerade so, die wollen mir ja nichts Böses sozusagen. So hatte ich jetzt den Gedanken, dass ich denke, ja, okay, mit der Sichtweise, was soll ich jetzt vorher schon da grundsätzlich so eine Angst haben, als wenn die irgendwas Schlechtes vorhaben, sozusagen, so von vornherein hatte ich, aber ich habe immer so den, aber jetzt, es ist, ja. Erstmal gucken, Ja, so. genau. Ja, Also, die geben dir genau so. das, was du vorhin gesagt hast, was du dir wünschst. Ein Mann, der dich liebt, der dich umarmt, der dich beschützt, mit dem du eine befriedigende Sexualität hast. Genau das kriegst du. Wenn du dir das wünschst, dann wirst du genau das anziehen. Ja, das Wenn du glaube ich auch. ja zu Männern sagst, also ja, ich will das, ich will nicht alleine leben, ich will mit einem Mann zusammen sein, Familie gründen. Nur da musst du, wie gesagt, deine Mutter rausschmeißen, energetisch. Und da bist du gerade dabei. Das werde ich machen. Da musst du dich rigoros abgrenzen mit No. Ich akzeptiere, dass du diesen Weg gewählt hast, Mama, Mutti, aber ich wähle meinen Weg. Und lass mich Ja. bitte mit deinem in Ruhe und hör auf, mir auf Deutsch hier so ein Mist zu erzählen. Nee, ich wähle jetzt meinen Weg. Ich biege jetzt ab. Du wählst deinen Weg weiter, kannst ja machen, aber ich wähle jetzt meinen Weg und ich folge dir nicht, nur damit du dich besser fühlst. Ja. Deswegen macht sie ja die Sprüche. Damit sie sozusagen mitkriegt, aha, das ist das Normale, wir Frauen können auch ohne Männer. Ja, das ist Und Wahnsinn. Also, das ist Wahnsinn, ja. Und das ist in gewisser Weise eine Form auch des Missbrauchs gewesen, ne? Ihre Macht zu missbrauchen, dir sowas einzuimpfen, anstatt dich zu unterstützen, als junge Frau zur Frau zu werden und den natürlichen Weg zu gehen, dir einen Mann zu suchen. Nur, da wäre sie raus gewesen. Ja. Und sie wird noch mehr raus sein, wenn du eine Familie gründest, einen Mann hast. Da wird sie noch mehr raus sein. Also Ja. du hast es in der Hand. Du hast es erkannt und jetzt ist es an dir, was du ja gemacht hast, den Schritt zu machen. Okay, hier mache ich jetzt Schluss und gehe meinen Weg. Ja, das werde ich auch machen. Und das andere, Miriam, Ja. konnte das andere, Miriam, ob du dem dann sagst, ja, hat er noch nicht Sex, das ist dem Mann, glaube ich, jedem Mann ziemlich wurscht. Ja, Ja. ja. Eher vielleicht Ja. sogar ganz im Gegenteil. Also insofern, bleib bei dem, was du gesagt hast. Ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das. Und guck, wie sich das bei dir anfühlt. Und dann geh dafür. Ja. Ja, das mache ich. Das fühlt sich gut an, einfach. Schön. Ja, du Ja. strahlst auch jetzt ganz anders als vorhin. Ja. Ja, schön. Schön. Ja, ich würde sagen, lass das sacken. Ja, wenn dann noch, achte darauf, wenn dann noch Ärger kommen sollte auf die Mutter, das kann doch sein, klopft das ruhig im Nachgang, wenn noch was kommt.
das letztlich, was sie dir jetzt sag ich mal diesbezüglich angetan hat, klopft das für dich, umso mehr entkoppelst du dich von ihr und kannst dann, wenn du noch mehr den Ärger aufgelöst hast, endlich deinen Weg auch gehen. Ja, da bleibe ich dran auf jeden da Fall. Da bleib auf jeden Fall bei dem Thema dran und das andere wird dann von ganz alleine kommen. Mit einmal wird sich dein Blick auf Männer verändern, die werden plötzlich auf dich zukommen, weil sie nicht mehr mitkriegen. Von dir kommt die Botschaft, nee, ich will lieber ohne Mann bleiben, wie meine Mutter. Ja. Das, das ist ja das, was du signalisierst, was du signalisieren solltest seitens deiner Mutter. Hör auf damit. Ja, doch, das war auch so. Ich wirkte nicht besonders einladend und freundlich. Aus dem Grund. Ja, ich weiß es. Und du merkst, da hast du völlig gegen deine Natur handeln müssen. Nur um deine Mutter nicht zu verletzen oder zu enttäuschen. Krass, ne? Die Macht der Mütter. Tja. Ja, insofern, so eine tolle Entwicklung. Ich wünsche dir da dann jetzt viel Erfolg. Ja. Klopfen kannst du, wenn was hochkommt, klopft das. Und ansonsten, denke ich, wirst du jetzt mit Sicherheit eine Menge Veränderung feststellen. Ja, danke schön auf jeden Fall. Das habe ich jetzt echt nochmal mir erhofft, auch davon, dass ich irgendwie nochmal eine Richtung kriege, woran es denn doch noch liegen könnte, anstatt was ich sonst für mich noch so bekloppt habe. Aber das ist auch nochmal, Schön. Ja, genau, was ich mir gewünscht hatte. So. Dankeschön. Gerne, gerne. Also, dann alles Gute und bis eventuell bald mal. Ja, tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du die Show abonnierst, um nicht die nächsten Folgen zu verpassen. Darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn du diese Folge positiv bewertest, denn damit hilfst du mir und anderen, dass mein Podcast besser gefunden wird und mehr Menschen von der MET-Klopftherapie erfahren. Du möchtest die MET-Klopftechnik für dich zur Selbstanwendung erlernen? Melde dich jetzt zu einem unserer Online-Seminare an. Oder du möchtest die MET-Klopftherapie professionell erlernen? Dann komm in unsere einjährige Online-Ausbildung. Mehr Informationen findest du auf unserer Homepage franke-akademie.de.